Protagon und Esches. Dass wir hier mit euch die Zeit haben. Danke, dass ihr trotz der Kälte durchgehalten habt zusammen. Ihr wart tolles Publikum und vielleicht noch Protagon ist der Partner hier von diesem Projekt heute und wir sind das Antagon Theater aus Frankfurt. Wir sind eine Community. Wir leben seit 34 Jahren zusammen. Nicht alle. Ich war am Anfang dabei. Hier sehen wir viele junge Menschen, die an dieses Theater glauben. Und mit diesem Theater waren wir in den letzten Jahren viel unterwegs an den vielen unterschiedlichen Stellen. Und auch so Stellen wie hier in Plätzen. Ja, und wir waren. Ja. Dein kleiner Pizza-Fan. Ja. Von vorhin. Gut, und wir wollen uns noch bedanken für die Einladung vom Abenteuerspielplatz. Und Abenteuerfarm, Abenteuerfarm hier. Und wollen uns auch nochmal bedanken bei denjenigen, die hierzu das Geld und die Möglichkeiten gegeben haben, die finanziellen Mittel, das ist Demokratie leben, aber auch der Kulturfonds Frankfurt-Rhein-Main und natürlich die vielen UnterstützerInnen und Unterstützer, die das hier alles möglich gemacht haben und hiermit angepackt haben, dass sowas entsteht. Ich glaube, das sind die wichtigen Momente, wo wir alle zusammenkommen können und so ein Moment inhalten und miteinander diesen Moment genießen. Das ist wichtig für uns alle und wir haben das sehr genossen, hier zu sein. Dankeschön. Bernhard, bevor wir ganz kurz noch über das Stück sprechen, wie wichtig oder für wie wichtig hältst du das, dass man Kunst und Kultur, wo bist du? Da bist du. Wer gesagt? Die warme Jacke holen. Ja, ist ein bisschen frisch geworden. Ich habe auch das kleine Deckchen aus dem Auto geholt. Nein, Kunst und Kultur für alle ist ja der Titel heute und wir sind hier in Bergen. Das heißt, wir sind ja schon sehr im ländlichen Raum. Für wie wichtig hältst du das, dass man Kunst und Kultur eben auch im ländlichen Raum darbringt, zeigt, möglich macht, eben für jedermann? Ja, das ist natürlich ganz wichtig. Wir kommen ja aus Frankfurt. Wir kommen aus so einer riesigen Stadt, wo irgendwie ganz viel von dem gemacht und entschieden wird, was sich in ganz Deutschland auch auswirkt. Und in Frankfurt heißt es immer, da läuft schon unheimlich viel. Da gibt es Festivals, da gibt es ein riesen Kulturprogramm. Ja, und der Region gar nichts. Oder sehr wenig nur. Und das finden wir auch. Und dafür haben wir uns die Mühe gemacht und haben speziell auch so ein Stück wie dieses, ist ehrlich gesagt eins von unseren ganz